Grüße euch und Servus. Heute bin ich außertürlich bei euch und zwar mit einer Spielvorstellung von einem Kickstarter-Spiel, das heute online geht. Das ist Mariolas Mission von Marcus Miniatures. Der hat ein kleines Brettspiel erfunden und entworfen, das sich an Familien richtet und an junge Einsteigerinnen, die einfach in das Boardgame-Hobby einsteigen, vielleicht auch ein bisschen in Richtung Tabletop. Da kommt nämlich dann später dazu, warum das ein bisschen so Überschneidung mit Tabletop auch hat. Mariola, die Eule, schickt uns auf eine Mission, um aus der Burg einen Schatz zu bergen. Dieser Schatz wird natürlich von einem Drachen bewacht. Und die Aufgabe der vier Abenteurergruppen ist es, eben als erstes alle vier Abenteurer der eigenen Gruppe in die Burg zu bringen und den Schatz zu stehlen. Da gibt es dann es ist immer abwechselnd, das heißt, man würfelt immer mit einem sechsseitigen Würfel. Es gibt jetzt keine Spezialwürfel oder sowas. Und der Erste, der alle vier in der Mitte hat, der gewinnt. Es gibt vier Abenteuergruppen. Es gibt einerseits die Menschen. Da gibt es zum Beispiel einen Zauberer, den Arthur. Dann gibt es einen Bogenschützen, den Sven. Einen Gauner, den Bernd. Und die Eleanor, das ist eine Kriegerin. Die sind die vier Minis bzw. Charaktere der Menschenpartie. Es gibt dann auch noch die Geister. Hier gibt es den Thaddäus, den Schröder, ein Skelett, Flambert, ein Gespenst und Kandra, auch ein Gespenst. Und zwei Skelette und zwei Gespenster, die hier auch versuchen, sich den Schatz anzueignen. Natürlich sind dann auch noch einige anderen Fabelwesen dabei. Da gibt es die Fraktion der Mythics, das sind so griechische Sagengestalten. Es gibt den Minos, den Minotauren. Die Melody gibt es, das ist ein Satyr. Den Mono, ein Zyklop und die Medi mit dem Schlangenhaar. Und dann als vierte und letzte Fraktion gibt es die Grünhäute. Hier gibt es den Flinker, das ist ein orkischer Schurke. Den Stamper, ein Speerträger, ein orkischer. Den Bomber, einen Goblin, der mit Bomben wirft. Das braucht man natürlich in jedem Spiel. Und dann gibt es noch die Wilder, das ist eine Goblin-Schweinereiterin, die hier mit ihrem Schwein und einer Angel mit einer Karotte dran, den Schatz versucht zu stehlen. Ich zeige euch jetzt das Spiel von näher und erkläre euch ein paar Regeln dazu. Ich stelle euch jetzt ein paar Details vor. Ich komme jetzt zu den einzelnen Charakteren und deren Sonderregeln bzw. die einfachen Stats, die jeder Charakter hat. Und dann auch noch ein paar generelle Spielfunktionen von diesem Spiel. Das zuallererst sei gesagt, dieses Spiel kann man auf drei verschiedene Arten spielen. Es gibt die einfachen Spielmodi Mariolas leichte Reise, der ist einfach dafür da, das Spiel ein bisschen kennenzulernen und auch vielleicht mit kleinen Kindern das Ganze zu spielen. Da ist es egal, welche Figur das ist, es gibt keine Sonderregeln, jeder der Charaktere ist hat die gleichen Regeln und es wird keine Karten gezogen, es wird keine Sonderregeln gemacht, sondern die fahren einfach das, was sie eben gewürfelt haben. Das ist die Mariolas leichte Reise, der Spielmodus. Es gibt eine Mariolas knifflige Aufgabe auch noch. Das ist quasi das Standardspiel. Da werden die normalen Regeln verwendet. Das heißt, jeder sucht sich eine Fraktion aus, eben die Orks und die Goblins oder die Menschen oder die Mythics oder die Geister. Und die dritte Option, dieses Spiel zu spielen, ist Mariolas Herausforderung. Hier sucht man sich eine Fraktion aus, bekommt dessen Anführer und danach wird immer gewürfelt und jeder Spieler darf sich eine Figur aussuchen, egal aus welcher Partie das ist. Das heißt, ich kann genauso zum Beispiel mit Wilder hier rumlaufen, mit Arthur von den Menschen, mit Schröder von den Gespenstern und mit Minos von den Mythics. Also da kann man eine Partie komplett durchmischen. Das ist dann quasi die kompetitive Variante, dieses Spiel zu spielen.
Aber die Stand ich, komm mit, ich werde jetzt vor allem die Standardvariante Mariolas knifflige Aufgabe erklären. Bei diesem Spielmodus bekommt jeder der Spieler eine Fraktion zugeteilt, beziehungsweise kann sich es aussuchen. Ich stelle euch jetzt hier zum Beispiel die Grünhäute vor. Und wie ihr seht, haben hier jeder der Charaktere unterschiedliche Werte. Es gibt einerseits den Kampfwert, den Bewegungswert und es gibt den Erscheinungswert, wann die Figur aufs Spielfeld gesetzt wird. Nehmen wir uns jetzt mal Stamper hier vor. Das ist dieser Ork-Speerträger hier. Die Artworks sind übrigens von einer österreichischen Designerin gemacht, von der Anna Albrecht, die ein bisschen so in diese Comic-Schiene, diesen Disney-artigen Stil hat, finde ich ganz cool. Besonders auch für sein Kinderspiel finde ich die Artworks echt top. Hier habt ihr zum Beispiel einen X-Wert, das heißt, dieser X-Wert bedeutet, er schlägt einfach normal die Figuren, das heißt, wenn hier Stamper diese Figur hier, schlägt, müsste er eine 3 würfeln. Das heißt, er schlägt auf dem Feld, wo er eben seine Endposition hat. Das heißt, wenn ich hier eine 3 würfeln würde, 1, 2, 3, wird die zurück in ihren Startbereich gestellt. Minus 1, in dem Fall, hat das nämlich nicht gestimmt, bekommt er nämlich, wenn er eine 3 würfelt, darf er nur 2 Felder gehen, weil eben ein Punkt abgezogen wird von seinem Bewegungswert. Das heißt, 1, 2 würde er sich eigentlich nur bewegen. Und 6 ist der Erscheinungswert, das heißt, ab welchem Wert er sich eben von der Startzone hier aufs Spielfeld bewegen kann. Dann haben wir hier noch zum Beispiel, jetzt stelle ich einen anderen Charakter vor, der einen anderen Wert hat, die Wilda zum Beispiel, diese Goblin-Schweinreiterin, die hat einen Rufzeichenwert hier beim Angriff, das bedeutet, dass sie jeden auf dem Weg hin zu ihrem Endpunkt mit plus 2 sogar, also kann sich die bis zu 8 Felder weit bewegen. Jeden auf diesem Weg schlägt sie. Die überläuft einfach alle mit dem Wildschwein und die werden alle zurück auf das Startfeld gestellt. Es ist auch egal, von welcher Fraktion die sind, das heißt, sie schlägt auch eigene. Also müsste man schauen, dass man natürlich mit ihr vorreitet und vielleicht sie eine der ersten ist, die man aufs Spielfeld holt. Dann gibt es zum Beispiel auch hier den Schröder. Der hat einen kleiner X-Wert, das bedeutet, falls er jemanden schlagen würde, stellt er sich ein Feld vor ihm noch hin und schlägt ihn eben nicht. Es gibt das Ganze auch mit danach. Das bedeutet, dass er sich dann, wenn er eine Figur schlagen würde, auf das Feld nach ihm stellen würde. Jetzt kommen wir zu der generellen Funktion. Wie ihr seht, hier sind Pfeile angegeben, in welcher Richtung sich die Charaktere bewegen. Das bedeutet, sie bewegen sich hier gegen den Uhrzeigersinn und müssen hier auf diesen Punkt hier kommen, ab da ist diese Brücke, in den inneren Zirkel. Diesen inneren Zirkel müssen sie betreten, um dann eben schlussendlich in die Burg zu gelangen. Hier zum Beispiel Bomber müsste, wenn er jetzt, wenn er eben hierher kommt, kann er sich hier reinbewegen und bleibt dann hier auf diesem Feld stehen. Das wird in den Regeln als Schädelfeld bezeichnet, hier wird noch ein Schädel hindesignt. Bleibt hier stehen, egal wie viele Bewegungspunkte er noch über hat, und muss dann noch eine Mariolas Missionskarte ziehen. Mariola, die Eule, will natürlich auch, dass die Helden eine besondere Aufgabe erledigen oder ihnen ein bisschen das Leben schwerer machen, aber teilweise auch leichter. Das heißt, es sind hier nicht nur schlechte Karten für die Spieler drin, sondern es sind auch gute Karten. Ich ziehe hier nun eine Karte. Es muss nur der Erste, der den Kreis durchschreiten will, nur der Erste muss eine Karte ziehen. In dem Fall ist es Ruhe bitte, der Abenteurer darf in den inneren Zirkel, aber dein Attackenwert ist ab jetzt 0. Mit kleiner, das heißt, er kann nichts schlagen, das ist dasselbe wie X, das muss noch vereinheitlicht werden. Das bedeutet, er bleibt, wenn er jemanden schlagen würde, vor ihm stehen. Das heißt, ich kann jetzt hier mit meinen restlichen Bewegungspunkten, nein, nicht mit meinen restlichen Bewegungspunkten, er muss ja hier stehen bleiben, ab das nächste Mal Bewegung kann er sich dann wieder reinbewegen. Und hier gibt es auch keinen Richtungspfeil, das heißt, ich kann mich egal ob links oder rechts bewegen und muss dann zu meinem Punkt hier im Kreis gehen. Und sobald ich diesen Punkt erreiche, bin ich drinnen. Und sobald ich als erstes 4 Figuren hier im Schloss habe, gewinne ich das Spiel. Das ist es eigentlich auch schon von den Sonderregeln. Was es eben interessant macht, sind diese Missionskarten. Es gibt teilweise auch echt böse dabei, wo man wieder zurück zum Start muss.
oder auch gute, wo man dann Sonderregeln dazu bekommt oder Gegenstände dazu bekommt. Das ist echt ganz cool. Das war's auch schon mit der Spielvorstellung. Ihr seht, es ist nicht schwierig. Was ich noch dazu sagen muss, es ist ein Print-Your-Own-Game. Das bedeutet, ihr bekommt die digitalen Files für dieses Spiel bei diesem Kickstarter. Das heißt, ihr bekommt die PDFs mit den Charakterbögen, dem Spielfeld und den Karten sowie die STL-Files für die Miniaturen. Es gibt auch die Option, eine physische Version von diesem Spiel zu bekommen, beziehungsweise also von den Figuren. Ihr bekommt trotzdem das alles als PDF, das Spielfeld, Karten und Charaktere. Aber ihr bekommt die Figuren ausgedruckt zu einem günstigeren Preis, als ihr sie normalerweise dann im Handel erwerben könnt. Und genau, es ist noch nicht das finale Produkt. Es wird ein paar Änderungen noch geben, auch in den Grafiken zum Beispiel, wie ihr vielleicht gesehen habt. Es gibt diesen Schädelmarker, der in den Regeln erwähnt wird. Den gibt es noch nicht am Spielfelddesign. Das heißt, das wird noch nachträglich gepatcht. Vielleicht ändern sich auch ein paar Sonderregeln noch, die aktuell auf den Karten draufstehen. Aber ansonsten ist es dieses Spielkonzept. Also wie gesagt, es richtet sich an Familien. Ich finde es auch die Figuren ziemlich cool designt. Also diese recht lieben Figuren mit. Das sind alles sehr einzigartige Charaktere. Da gibt es keinen, der doppelt ist. Sehr viel Charakter, die einzelnen Fraktionen. Und ja, ich finde es einfach ganz cool. Das ist natürlich auch für Figurenbemaler ein optimales Projekt, weil es einfach so urfeine Details teilweise auch ist. Wenn man sich zum Beispiel jetzt diese Skelette anschaut, das sind wirklich hauchfeine Knochen. Da gibt es sogar so eine Mäusebande, die hier bei der Figur mit der Panflöte nachgeht. Und eine der Mäuse hat zum Beispiel eine Trommel und hat Trommelschläger in der Hand, die wirklich nur so wie ein Haarbild sind. Also das ist echt arg, was da schon möglich ist mit dem 3D-Druck. Ja, das war eigentlich die Spielvorstellung. Schaut euch das auf jeden Fall auf Kickstarter an. Und dann bleibt mir nichts anderes übrig, weil ich zu euch sagen, einen schönen Abend noch, wann auch immer ihr das schaut. Und schaut wieder bei uns vorbei. Grüß euch.